Cool. Und das darf ich jetzt wegschneiden. Die nächste Folge läuft schon seit 6 Sekunden. Tja. Hoch. Ja, Melvin, ich bin schnell, ne? Also. Ja. Es geht zack, zack und dann ist Aufnahme aus, Aufnahme an. Hier spricht man Tacheles. Meine Tochter auf dem Sofa, die macht gerade irgendwas mit ihrem Fuß. Strampeln. Die soll eigentlich schlafen. Was ist das für eine Logik? Strampeln? Nee, ich habe einen Block platziert in der Spawn Protection, kann ihn aber nicht wieder abbauen. Oh. Und keinen Block draufsetzen oder nebensetzen. Ja, gut. Ich glaube, das war nicht geplant. Ich dachte eigentlich, ich habe die ausgeschalteten Spawn Protection. Nee, hier ist eine. Da drückt erstmal einen Schluck Cola. Trinke ich gleich auf. Mein Kraft ist natürlich auch im Spawn Protection gelandet. Oh, jetzt muss ich Werbung schalten, weil ich Cola gesagt habe. Und getrunken habe. Yay! Egal. Kann ich Coca-Cola. Ja, Cola ist doch. Ja, jetzt musst du es. Cola ist noch an sich eigentlich ein Überbegriff, meiner Meinung nach. Weil ja. Cola ist ja an sich keine Marke. Ja, Boah, wie würdest du das, dieses Art von Erfrischungsgetränk sonst nennen? Cola? Ja. Naja, ich werd jetzt die Firma von Cola anschreiben, sagen, hier, ich hab euch erwähnt, gebt mir ein paar tausend Euro, ich hab Werbung gemacht. Genau, so funktioniert das. Jetzt muss ich Dirt sieven. Wieso? Oh, ich hab Hunger. Deswegen klappt das nicht. Alles klar. Ja, deswegen mach ich den hier die ganze Zeit. Komm, ja, schneller den Tod bekommen. Ja, auf mein leeres Grab gefallen. Das macht keinen Spaß. Gravestone ist drauf? Ja. Cool. Da gab's doch mal das. Blocks Gravestones sind. Aber Open Blocks ist nicht drauf. Es gibt direkt eine Mod, die heißt Gravestone. Ja, aber die Gravestones, die sind vom Aussehen her dieselben wie von Open Blocks, deswegen war ich so verwirrt. Okay, aber weißt du, für was der Mod noch gut ist? Wenn du in der Luft stirbst, hast du immer einen Dirt Block drunter. Ja, stimmt. Du musst da einige Nahtoderfahrungen machen. Damit. Melvin, ich brauche Dirt. Warte mal. Stranded. Ich hab Dirt. Ich hab noch ein Dirt. Ach, das war. Das waren noch schöne Zeiten. So, und wie stellt man nochmal Erde her? Grünzeug in den Barrel rein und warten, bis es du weißt schon ist. Du kannst aber auch die Silkwürmer nehmen oder Äpfel oder Strings. Aber bei Strings brauchst du Strings glaube ich funktionieren doch, gar nicht. Doch, habe ich schon gemacht. Echt? Ich hatte hier 5 Stacks, jetzt habe ich schon noch 52. Aber du brauchst mehr als nur 8 Strings. Ich glaube, das sind 24 Strings, die du brauchst für in dort dann. Oh, okay. Ach so ineffizient ist es, deswegen hab ich mich gemerkt. Twerk. Oh nein, die sind wieder infiziert. Melvin. Aber ja. Es läuft bei dir, oder? Deine Insel ist etwas größer geworden. Was macht der Tyrox denn? Ja, der ist gerade AFK. Warum? Weiß. Das ist jetzt voll geil zum Trollen und alles. Und ich komme da nicht rüber. Bald. Genau, bald. So. Was schätzt ihr, wie lange ist er noch AFK? Je nachdem, was die Eltern von ihm wollen. Das ist unterschiedlich. Das kann von einer halben Stunde bis zu anderthalb Stunden gehen. Ja. Okay, dann muss ich mich jetzt beeilen. Baust du dich da gerade ernsthaft rüber? Ich fange jetzt an, mich rüber zu bauen und ihn mit. Ich glaube, ich werde ihn mit Holz einbauen.
könnte mich halt auch echt einfach zu ihm bauen, weil der ist direkt neben mir. Du bist nur 50 Blöcke entfernt von ihm. Ich glaube, ich bin weiter, oder? Ja. Yep. Mhm. Also vom Spawn zu eurer Insel waren, also zum ersten Block der Insel waren es 100 Blöcke. Das heißt, du bist jetzt zur Seite und zu seiner auch 100 Blöcke weg. Keine Ahnung, das ist nicht meine Da müsste Melvin das schon eher machen. Aber Melvin ist ein Angsthase, der macht das nicht. Ich hab hier gerade Besseres zu tun. Sag ich ja, Angsthase. Immer diese Ausreden. Das sind keine Ausreden. Immer diese Ausreden. Jetzt habe ich in den zwei Crucibles Wasser. Tyrox da. In die Richtung muss ich. Du hast Wasser im Crucible. Ich will kein Wasser im Crucible. Doch, willst du? Ja, dann. Das machst du nicht im Crucible, sondern in der Barrel. Im Barrel. Machst du Erde. In einem Crucible machst du Flüssigkeiten. So, wisst ihr, was das Schöne ist? Ich hab einen Unfile Crucible, aber nur 6 Cobblestone. Ich kann mir keinen Ofen machen. Wuhu. Auch keinen Ofen machen als erstes, sondern. Wobei, doch, du brauchst einen Ofen, fuck. Ich würde meinen Cobblestone Generator von Tiny Progressions machen, der produziert passiv die ganze Zeit und du musst einfach nur eine Kiste drauf stellen und er tut die direkt in die Kiste. Ja, das hat man auch aus Janet. Da hat man ja das Tier 5. War das Tier 5 mit Emerald? Ich glaube. Da hat man mehrere davon, damit wir die 1 Million Sand- und Cobblestone-Quest abgeben konnten. Ich brauche mehr Bäume, ich brauche mehr Bäume. So. Der ist wieder ein Fizzi. Ach verdammt, der ist jetzt wieder da. Der ist wieder da? Oh mein Gott. Natürlich, jetzt wo ich anfange, mich zu ihm rüber zu bauen. Mann. Ja. Warum? Das hätte lustig werden können. Ja, warum? Nur so. Wir wollten mal deine Insel angucken. Ah ja, ihr wollt mich runterschubsen. Nein, ich wollte dich einbauen. Ja, gut, okay. Tyrox, mit Töten ist ja nicht erlaubt. Ich hab nen Ofen, ich kann mich nicht dran halten. Also Tyrox denkt nicht dran. Ich halte mich auch nie dran. Ja, siehst du. Oh nein. Tötet mich. Warte mal. Apropos, ich hab noch 2 Steine, jetzt will ich was gucken. Wo steht Melvin? Ja. Ich weiß genau, was du vorhast, Ike. Fast. Warte? Wie heißt der, Scheiße. Ja, wie heißt der? Wie heißt der, Weinmeiner-Mod hier? Ore-Excavation. Ore-Excavation. So, Schäte. So. Wo mach ich das hin? Right. Yeah. Ich brauch schon wieder Erde. Läuft. Also, ich hab Erde. Naja, ich hab meine jetzt verbraucht für Dings und ich hab hier noch 2, 4, 6, 8 Blöcke stehen für meine Bäume. Ja, ich muss auch gerade Erde sieben. Aber ich muss wieder Zeug. Apropos, geht das mit dem 9x9 C4? Ja. Geil. Aber das müssen dann normale sein. Ich sieve erstmal mein Dust durch. So, und jetzt wird's nicht mehr infiziert. Ich kann den Mond sehen. Ich kann dich sehen. Melvin, du kannst sogar die Erde sehen. Bei dir ist es stockduster da hinten. Und die Erde. Was? Und die Erde hat Blood Moon. Was? Nee, es ist der Mars. Psst. Die Erde. Was? Na, da oben, die Erde ist jetzt fast überm Spawn. Und die Erde hat Blood Moon. Ist der Mars ist doch rot. Ja. Dann ist der über mir gerade. Ich hab keine Ahnung, wo was ist, also. Also ich glaube, wir sind hier am Nordpol, hier sind Nordlichter. Da ist der Stranded-Planet in Richtung Melvin. Das ist die Stranded-Fortsetzung, wir sind jetzt umgelandet. Dam, dam, dam. Läuft. Richtiger Plot-Twist.
Alter, damit, das ist mir aber jetzt erst eingefallen. Das sieht ja aus wie der Planet von Stranded. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Bauen. Nein, ich tue erst mal hier meine neuen Bäume anpflanzen. Ich habe nämlich Dschungelbäume. Ich habe Akazienwurzeln. Und Spruce. Spruce war Tannebaum, oder? Ja. Ich muss mir das echt mal irgendwie merken in meinen Gehirnzellen. Also wenn du da so einen großen Baum rauskriegst, hast du eigentlich auch ausgesorgt. Was mache ich jetzt? Ich muss an Stein kommen, Türken. Türken, was das Zeug hält. Yay! Und da wachsen die Dinger in die Höhe. Sag es mir. Vor allem, ich sehe auf der Map einfach als Namen verschwinden, wenn er sneakt, so die ganze Zeit. Ja, da war eine Fliege. Die Fliege ist wieder da. Yay! Melvin! Ja! Ich kann dich gut verstehen. Hä? Was? Ich hab auch, weiß ich nicht, jeden Abend so eine. So eine Fliege. An meinem Bildschirm. Die klebt halt die ganze Zeit dran. Ja, weil es warm wird dort. Ja. Das ist wie mit Melvin seinem vollgeschissenen Fliegenkack-Router. Nee, aber die ist meistens oben rechts, aber unten links. Dann, nee, warte mal, oben rechts. Oh, die ist schlau. So. Ja, aber jetzt mal so eine Frage. Wenn die Fliegen schlau sind, warum fliegen die nicht weg, wenn man auf sie zukommt, um ihnen die Flügel auszureißen? Was weiß ich. Sind bescheuert. Also so schlau können sie dann doch nicht sein. Ja, doch. Na, muss nee. Ja, doch, muss ja. Mann, nee. Ja, doch, muss ja, ne? Mann, nee. Ja, doch, muss ja, ne? Mann, nee, das wird eine Bekloppten-Folge. Ja, aber das ist normal. Stimmt, das ist bei uns echt normal mit den Bekloppten-Folgen. Also, voll normal. Richtig geil. Ich hab tot. So, die Fliege wird jetzt nicht nochmal laut sein. Bist du tot? Die wurde ausgelöscht. Also entweder ist sie tot oder ihr wurden die Flügel brutal entfernt. Sowohl als auch, ich habe sie gegen die Wand geflitscht und danach die Flügel ausgerissen. Du hättest um einfach ganz sicher zu sein. Du hättest einfach nur Tyrox zu dir kommen brauchen, der isst sowas. Ja, Tyrox, jetzt hast du deinen Namen weg bei uns. Hättest du uns nicht erzählen dürfen. Oder? Vor allem, da frage ich mich, warum er auf Ark noch keine Motte getamed hat. Ja. Oder diese Mücken. Ja. Na, wobei unten die Mücken in der Aberration Welt, die kannst du nur mit Batterien tamen. Mit Batterien? Ja. Sind die zum Aufladen okay, oder was? Habt ihr das gerade gehört? Hä? Meine Tochter hat gerade im Hintergrund. Gemacht. Ja, das hab ich gehört. Voll putzig. Mäuse, du sollst schlafen. Sonst darfst du kein Fortnite spielen. Oh mein Gott, jetzt kommen die Hate-Kommentare. Alex, seine Tochter spielt Fortnite. Boah. Ey, die ist aber gut, ne? Mit ihren 6 Jahren. Boah. Die, okay, bei 10-Jähriger rasiert ja auch ganz schön, ey. Der lässt mich ja selbst alt aussehen. Und das soll was heißen. Die jungen Zocker von heute. Echt. Alle heißen so Melvin. Ja, Melvin, ne? Du weißt doch, 3 von 4 finden Mobbing klasse. Ja. Ziemlich klasse. Du hast sogar deine Mutter im Hintergrund ja gesagt. Ja. Richtig zugestimmt. Die mobbt dich wohl auch jeden Tag. Ja, es ist also Standard. Ja. Oh Gott.